Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute reacten wir auf das Spiel Nürnberg gegen VfB im DFB-Pokal. Es wird das erste Spiel vom neuen Trainer Sebastian Hoeneß, nachdem Bruno Labbadia nach der 3:0-Niederlage in Berlin entlassen wurde. Darum sollte auch der neue Trainereffekt heute da sein. Und ja Leute, wir haben eine Stunde vor Spielbeginn, das Spiel beginnt um 18 Uhr. Und wir müssen mal über die Bayern reden. Sie sind gestern gegen Freiburg im DFB-Pokal zu Hause rausgeflogen. Ich weiß nicht, wann Freiburg das letzte Mal gegen Bayern gewinnen konnte. In der Allianz Arena glaube ich gar nicht. Aber man sieht da wieder, dass im DFB-Pokal alles möglich ist. Also Stuttgart kann heute auch gegen Nürnberg rausfliegen. Das Stadion ist übrigens ausverkauft und auch der Auswärtsblock. Also wird auf jeden Fall richtig geile Stimmung sein. Eigentlich sollte heute noch Lenny vorbeikommen, allerdings bin ich krank geworden und er hat Fieber, Halsschmerzen und den ganzen Dreck. Aber mir wurde auch auf jeden Fall ein geiler Tee gemacht. Ja, moin. 10 von 10 ist Mango-Tee übrigens. Ich suche mir jetzt auf jeden Fall mein Trikot aus. Ja, ich glaube, heute ziehe ich mal wieder das schwarze VfB-Trikot an. Und ja, ich ziehe auf jeden Fall den Schal hier heute an. Übrigens sollte es auch geil hier, wenn die ganzen Stadionaktuell-Sammlungen von hier Gladbach letztes Jahr bei dem Klassen 3:2 Spiel im Sondertrikot bis zum VfL Wolfsburg ist hier alles dabei. Das nächste Heimspiel ist auf jeden Fall gegen Dortmund, dort werde ich auch im Stadion sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn die Aufstellungen da sind. Leute, die Aufstellungen sind raus, zur Nürnberg-Aufstellung kann ich jetzt nichts sagen, da ich mich da nicht sonderlich gut auskenne. Aber bei uns ist eigentlich alles gleich, also so wie beim Union-Spiel, Bredlo im Tor, halt Sosa, Ito, Mavropanos und über rechts Anton. Ja, im Mittelfeld ist auch eigentlich wie immer, aber halt im Sturm. Links führe ich, rechts Wagnermann und in der Mitte Pfeiffer. Das wird auf jeden Fall sehr interessant mit Pfeiffer. Vielleicht kann er sich beweisen, wie beim Spiel gegen Arminia Bielefeld, wo er 2 Tore gemacht hat. Aber vielleicht wird da gar nichts in die Offensive gehen. Und ja Leute, wir sehen uns auf jeden Fall wieder gleich. Das Spiel wurde jetzt eine halbe Stunde nach hinten gelegt. Also beginnt das Spiel um 18.30 Uhr. Auf geht's Jungs, holt den Sieg. Und die ersten Führers haben gezündet. Das Spiel läuft jetzt. Und wir hatten jetzt die erste Torchance. Aber der ging rüber. Mein Tipp ist auf jeden Fall 3:1 für VfB. Und damit würden wir im Halbfinale stehen. Komm, jetzt gibt's Freistoß. Sosa kann's. Da kann gute Flanken bringen. Wir sind jetzt in der 13. Spielminute. Der Pfeiffer kann auch mal ein Kopfballtor machen. Oh. Trifft den Ball nicht mit dem Kopf. Jetzt Anton. Ja, kein Foul. Und Abschluss. Vielen Dank. Komm, jetzt haben wir gerade eine Drangphase. Ja. Sosa jetzt am Ball. Kann flanken. Spielt zu Ito. Und jetzt wieder zurück. Und jetzt ist die erste Halbzeit um. Es steht 0:0. Das Spiel ist eigentlich
sehr langweilig. Und es steht, glaube ich, bei den Torschüssen 1-0 für Nürnberg. Und das war auch nur so ein Flachschuss, also ganz leicht dabei für Brebo zu halten. Torwart von Nürnberg hat ein paar Mal sehr unsicher gewirkt. Vielleicht machen wir deshalb auch noch ein Tor. Aber ja, es ist kein sonderlich gutes Spiel von beiden Seiten. Also in der Offensive halt, aber ich bin mal gespannt auf die zweite Hälfte. So, jetzt geht es auf jeden Fall mit der zweiten Halbzeit los. Jungs, holt euch das Ding. Boah, VfB hatte gerade so klasse, gute zwei Chancen. Schade. Alter, was hat gerade Pfeiffer gemacht? Torwart kann den nicht richtig festhalten, hechtet. Und dann mit dem Nachschuss aus kurzer Distanz muss es eigentlich das 1-0 sein, aber der haut den 10 Meter rüber. Jetzt kommt Gerassi für Pfeiffer. Hoffentlich macht das besser. Wir sind schon in der 64. Spielminute, steht immer nur 0-0. Alter, zwei so riesen Chancen wieder von Gerassi. 72. Spielminute jetzt, Alter. Gerassi macht's viel besser als Pfeiffer. Jawohl! Enzo Milot mit dem 1-0 in der 82. Erstes Pflichtspieltor, jawohl! Und es ist sowas vom verdient, Nürnberg ohne einen einzigen Abschluss. Komm, bitte spielt es zu Ende. Es wird so verdient. Endlich, Enzo Milot. Geil ausgespielter Konter. Dann ein super Ball für Milo. Kein Abseits. Dann 1 gegen 1. Und es steht 1-0. So geil gemacht. Ito hat's gemacht. So ein geiler Ball. Jawohl. Alter, 4 Minuten Nachspielzeit. Komm, das schaffen wir noch. Oh mein Gott, Leute. Das Spiel ist vorbei und ich bin unglaublich froh, dass wir es geschafft haben. Es war hochverdient, 1-0 und wir gehören jetzt zu den besten 4 Teams im DFB-Pokal. Und die Gegner, die zur Auswahl stehen, sind Eintracht Frankfurt, Freiburg, die gestern ja gegen Bayern gewonnen haben, und Leipzig oder Dortmund. Ich glaube, Freiburg wäre das Beste los. Wir brauchen auf jeden Fall ein Heimspiel, damit wir die Chance haben, ins Finale zu kommen. Das ist auf jeden Fall zu geil, wenn man ins Finale kommt. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.